Ein Zeitzerkind kehrt heim. Auf dem Außengelände des Technikmuseums Brikettfabrik Hermannschacht in der Naumburger Straße ist ab sofort ein Raupendrehkran zu sehen. Er ergänzt das Ausstellungsteil des Industriemuseums, der sich mit der Geschichte des Maschinen- und Anlagenbauers C-Mark Zeitz befasst. Der Raupendrehkran mit einem stattlichen Gewicht von etwa 40 Tonnen und einer Tragkraft von bis zu 25 Tonnen ist übrigens 1988 in der C-Mark Zeitz gebaut worden. Vorstandsmitglied Toni Saar ist sehr froh, das Schwergewicht nach einer kleinen Reise hier zu diesem Standort bekommen zu haben. Sein letzter Stützpunkt war jetzt in Tachebau Vereinigtes Schlehenhain. Gehört der Regesser Anlagenmontagen. Die haben dort 2019 oder 2020 das letzte Mal eine Instandhaltungsmaßnahme gemacht. Da wurde der Kran benutzt und ja, und seitdem stand er rum. Und ja, ich war die ganze Zeit auch auf der Suche, wo man mal einen Raupendrehkran noch herkriegt, ein Original C-Mark-Produkt noch herkriegt. Es war recht schwierig, noch was zu finden, was hier generell in unserer Region noch rumlungert und was auch noch funktioniert. Und glücklicherweise hat der Regesser Anlagenmontagen, der Chef, hat gesagt, ja, wir nützen den jetzt nicht mehr wirklich. Mir ist die Schale zum Verschrotten, um Gottes Willen, aber wenn ihr euch hinstellen wollt, sind wir gerne dabei. Er stellt uns das Leihgabe hin. Ja, die Gala hat uns natürlich jetzt großartig unterstützt mit dem Transport. Ja, dann wurde er zusammengebaut, dann hat er dann irgendwo mal in der Höhe von um die 30, 35 Metern, wie er dann hier dasteht, wenn er fertig ist. Die Gala Miprag Service GmbH hatte den Transport des Krans übernommen. Zahlreiche Helfer des Vereins Mitteldeutscher Umwelt- und Technikpark nahmen den Kran jetzt in Empfang und halfen dabei, ihn zusammengebaut in seine endgültige Parkposition zu bringen. Wie die Leserschaft bestimmt weiß, haben wir letztes Jahr zum 1. Mai die C-Mark-Ausstellung erfolgreich eröffnet, hatten auch ein C-Marker-Treffen und freuen uns jetzt, ein Stück Zeitzer Geschichte aktiv hierher holen zu können mit Unterstützung der RAM. Und ja, das ist für uns ein besonderer Tag, ein Highlight des Jahres und wir freuen uns, den Ihnen nächste Woche zum 1. Mai offiziell präsentieren zu können. Der Kran soll also am 1. Mai gegen 10.30 Uhr offiziell hier auf dem Gelände als Ausstellungsstück freigegeben werden. Weil er kein Vereinseigentum ist, bleibt allerdings die Fahrerkabine für Besucher geschlossen.